Und wenn du da irgendwie tolle Plätze nimmst und so weiter. Weil, was hast du durchschnittlich? Konzertpreise, sagen wir mal 100 € und so weiter. 100 €. Wenn du dann vielleicht irgendwie ein VIP-Ticket oder so, sag mal 200 €. Sind denn wirklich jeden Monat so viele Konzerte und so weiter, wo du drauf gehen würdest? Es ist einfach ein Normalsterblicher, ein Bürgerlicher ist einfach nicht in der. Na gut, man kann es ausgeben, aber ist die Frage. Also, ich will nicht bezweifeln, man kann es ausgeben, dass man es nicht ausgeben kann. Aber für sinnvolle Sachen, die man jetzt wirklich zum Leben braucht, wenn man ganz normal sterblich lebt, also was man jetzt so zum Leben braucht, kann man es gar nicht ausgeben. Und, ich rede jetzt nur von einer Million. Stellt euch mal vor, wie die Top-Manager, die dann 10 Milliarden im Monat haben, kaufen die sich jeden Tag eine Yacht, jeden Tag ein Haus. Es ist einfach nicht möglich, dieses viele, viele Geld auszugeben. Also, warum machen sie es nicht? Ich meine so. Angelina und Jolie und so weiter, Bill Gates, die ja wirklich viel Geld haben, das sind Charity-Menschen, die dann wirklich auch in die Regionen gehen und den Menschen helfen und sowas. Da ziehe ich den Hut dafür, sowas zu machen. Das finde ich genau das Richtige, was man machen sollte. Anderen Menschen, die es nicht gut haben auf der Welt, helfen damit. Und nicht nur Geld, sondern mit tatkräftiger Arbeit unterstützen. Weil dann haben alle etwas von diesem Kuchen ab. Und nicht nur, was machen die mit diesem Geld? Was machen die damit? Es verstaubt auf irgendwelchen Konten, es verstaubt irgendwo, es schimmelt, es gibt Geld und du musst einfach nur Leute einstellen, die es umdrehen, jetzt mal bildlich geschaut, damit es nicht schimmelt. Ganz ehrlich. Was machen die? Die produzieren nichts. Das sind einfach nur, sag ich mal, Schmarotzer. Die sind dann Schmarotzer und nehmen von dem anderen Geld anderer. Und ganz ehrlich, das hatte ich ja schon mal angemerkt, dass das Geld im Prinzip einfach so war, dass das alles gleich kosten sollte und nicht sagen sollte, hier ging das überall eine Kuh und so viel Geld, Butter und so viel Geld und so weiter. Dafür hat man Geld entwickelt, sag ich mal, geschaffen, um da ein Tauschsystem zu entwickeln. Das war der ursprüngliche Nutzen von Geld. Aber jetzt eben diese ganzen Finanzmarktsachen, diese Finanzmarktblase, dieses, ach nee. Ich bin ja der Meinung, dass ich das 500.000 € rausbekomme. Also kaufe ich schon mal gleich was, auch wenn ich es noch nicht habe. Ja, und was ist dann, wenn ich für 500.000 was gekauft habe, aber dann in einem Jahr nur 400.000 rauskriege? Dann bin ich in Schulden. Dieses ganze Finanzmarktgesinde. Ah, nee. Aber das ist das Problem. Und was ist es? Wer blutet denn am Ende dafür? Die Leute, die es verursacht haben? Nee, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Wie ist es so, wie heißt so schön? Verluste werden solidarisiert, Gewinn wird privatisiert. Wer ist es denn am Ende? Ach Mensch, warum funktioniert hier mein Stand überhaupt nicht? Wer ist es denn am Ende, der den Banken den Hintern rettet, wenn sie sich verzockt haben? Der Staat. Und wo hat der Staat das Geld her? Der produziert ja nichts. Der kann ja nirgendwo einnehmen. Von den Steuerzahlern. Also wer blutet wieder für diese Scheiß Banken und Banker, die diese Milliarden verschieben, wo es nur schimmelt, dass sie gar nicht ausbluten können? Wir kleinen Leute,
denen das Geld aus der Tasche gezogen wird, wo dann eine große Steuersenkung kommt und wo wir dann vielleicht 7 Euro mehr an ihr haben und wo wir überhaupt nicht wissen, ja, wo legen wir das Geld an, was machen wir mit den 7 Euro? Ja, das ist ja so viel. Wer muss da bluten? Wir wieder einmal. Ah, und das, ich könnte mich so aufregen damit. Ah, das ist... Dieses ganze Banken und Finanz, das ist wirklich was, wo ich mich aufrege. Und nicht hier, warum rege ich mich über große YouTuber auf? Also überleg mal, Kunde, was du da wirklich von dir gibst. Was eigentlich das Problem ist und nicht bei anderen, sag ich mal, wo du der Meinung bist, die haben, die stören dich. Finanzmärkte sind das eigentliche Problem. Und eigentlich ja auch so ein bisschen YouTube, kann man mal sagen, das ist halt nicht das Problem, aber das ist halt so in die Richtung, Freizeitangebot, Freizeitgesellschaft, so in die Richtung Work-Life-Balance, so eine Entspannung zwischen Arbeit und so weiter. Ja, warum braucht man denn das Ganze? Na, was heißt Entspannung und so weiter, aber ich glaube, ja, es ist heute noch viel notwendiger geworden als damals. Wegen unserer Leistungsgesellschaft. Juhu! Und das finde ich so toll. Es geht dann nicht mehr um den Eigenbedarf. Ich sag mal, wenn früher ein Bauer auf seinem Feld war, hat er größtenteils eigentlich für seinen Eigenbedarf gemacht. Gut, seinem König musste er ein bisschen abgeben. Gute Könige, die haben dann ihn aber auch so ein bisschen beschützt und so weiter. Schlechte Könige, die haben ihn nur ausgebeutet, aber die haben für den Eigenbedarf produziert, um ihre Familie zu ernähren. Aber größtenteils 60%, 70% waren für den Eigenbedarf. Ja, und dann kam auf einmal diese ganze industrielle Revolution und so weiter, wo dann auf einmal hieß hier 15, 16 Stunden Arbeit am Tag, keine Müde, wir müssen Kapital machen, Kapital, je mehr wir produzieren, umso besser. Und für wen eigentlich alles? Es ist doch so ein Überfluss, es wird so viel Zeug weggeschmissen und da frage ich mich, würde es nicht auch ein bisschen weniger tun? Würde es nicht reichen, einfach anstatt 8 Stunden, 7 Stunden Tag Arbeit? Das würde doch auch reichen, oder? Also weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber ja, das ist so ein Ding, wo ich mich frage, warum muss alles, vor allem in der Nahrungsmittelindustrie, es wird so viel weggeschmissen. Und das finde ich einfach traurig. Warum? Warum? Naja. Aber was soll man machen? Man kann nur selber sagen, gut, ich kaufe nicht auf Vorrat, sodass man so selber so ein Stück, wenn man nicht auf Vorrat, sondern wie ich es mache, ich kaufe nicht auf Vorrat. Ich kaufe dann, wenn ich es brauche und nur so viel, wie ich brauche, weil dann bin ich sicher, dass ich nichts wegschmeiße. Da kann man sagen, für sich zum Beispiel hat man ein reines Gewissen. Oder zum Beispiel, damit ich diesen ganzen Importierwaren aus dem Weg gehe, wenn ich einkaufe, es muss ja draufstehen, aus welcher Region nur es herstammt. Wenn ich einkaufe, dann
nämlich Produkte aus Deutschland. Dann weiß ich, das habe ich auch wieder so ein gutes Gewissen, dass ich dann... Ja, dann gibt es eben keine Bananen, mein Gott. Aber, wisst ihr, das mache ich einfach darum, zum einmal für einen Handels und dann... Ah, das Dings ist voll. Halt, damit halt wirklich die Erzeuger und dass das halt, weil ganz ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr da mal guckt, die Stoffe aus den anderen Ländern, also was so importiert wird, ist billiger. Äpfel zum Beispiel aus Neuseeland oder so sind billiger als Äpfel aus Deutschland. Und es ist nur eine Frage. Überlegt einfach mal beim Einkauf. Also überlegt mal. Die müssen hierher geschafft werden. Mit dem Flugzeug, mit dem Schiff. Das kostet Geld. Den Treibstoff, die Leute, die dann am Steuer sitzen, das kostet Geld. Werden dann die Bauern, die das dort anpflanzen, werden die fair bezahlt, kriegen die einen ordentlichen Lohn dafür, wenn es billiger ist als die Produkte aus Deutschland. Und ich finde, dass kann es nicht sein. Das ist für mich eine Sache der Unmöglichkeit, dass die dann dort fair bezahlt werden. Und deswegen sage ich, auch wenn ich nicht alles bekomme, ich nehme Produkte aus Deutschland. Weil weil ist man sich auch nicht sicher, ob die Leute dann wirklich fair bezahlt werden. Dass ich nicht irgendwelche Handelsgesellschaften das alles einstecken. Aber ich kann sagen, zumindest beteilige ich mich nicht an der Ausbeutung von Dritte Weltländern, Schwellenländern und so weiter. Ah, eine Gefährtenrune, super. Genau, das ist so eine Sache, wo ich sage, jeder kann ein bisschen Pugu. Mir fallen da noch keine Namen ein. Jetzt haben wir schon 4. Und die Intelligenz wird erhöht. So. Dann rufen wir den mal. So, wo war ich stehen geblieben? Ich wollte hier handeln. Nee. Hatte ich gesagt.